Ja, Bettina, wir haben ja vorhin schon mal über die Proteste, die direkt hier vor der AfD-Wahlparty stattfinden, berichtet. Wie man hört, es wird deutlich lauter und vor allem, wie man dort hinten sieht, es werden auch deutlich mehr. Vorhin waren hier vorne vielleicht 100, 200. Jetzt da unten, wenn wir hinschauen, sind erste, na, ich will mal sagen, so leichte Auseinandersetzungen. Die Polizei mit einem massiven Aufgebot jetzt hier vor Ort und versucht buchstäblich die Reihen zu halten. Von hinten strömen immer mehr Menschen nach. Man kann sehen, vorne Richtung Alexanderplatz kommen immer mehr Protestler an. Auch dort ein Polizeiwagen neben den anderen. Es wird deutlich lauter. Man hat doch den Eindruck, es wird deutlich aggressiver. Und vor allem hat man den Eindruck, es werden immer mehr. Wir können es von hier oben natürlich auch nur sehr subjektiv beurteilen, wie die Sicherheitslage ist. Aber man hat den Eindruck, es nimmt rapide zu. Die Proteste werden deutlich schärfer, auch deutlich lauter. Und die Polizei fährt massiv momentan an ein Aufgebot auf. Und man kann sich vorstellen, es wird ungemütlich und laut. Und damit zurück zu dir, Bettina. Und wir können da unten noch mal sehen, zuerst leichte Handlichkeiten, Auseinandersetzungen. Jetzt flog gerade eine erste Flasche. Ich glaube, so langsam lacht hier oben keiner mehr. Die AfD bekommt hier vor den Türen, vor dieser Wahlparty ein ernstes Problem.